Landwirtschaft. Falls jetzt nachher wieder die Frage kommt, was ist Industrielandwirtschaft, ne, die muss man jetzt auch mittlerweile der CDU stellen. Oder der Bundesagrarminister hat das den Slogan, den wir im Wahlkampf hatten, eine Frage der Haltung zu seinem Motto gemacht, für seine Tierwohlinitiativen. Und das ist ziemlich spannend, dass momentan so ein Überbietungswettbewerb gestartet ist. Wer ist eigentlich schneller, mit welcher Tierschutzmaßnahme wegwerfen, männliche Eintagsküken und diese ganzen Fragen. Aber ich glaube, dass da eine Chance ist, auch gerade in dem Bereich, dass viele Landwirte jetzt ja bei der Initiative Tierwohl des Handels mitgemacht haben, nur leider nur die Hälfte zum Zuge kam, weil der Handel nur 4 Cent eingezahlt hat. Aber die Bereitschaft der Verbraucher, da merken Sie nicht, wir haben gar keine Protestschreiben gekriegt, dass zurzeit der Handel für jedes verkaufte Kilo Fleisch 4 Cent in einen Topf tut. Und damit Landwirte honoriert. Jetzt gerade neue Studien von Professor Stiller sagen, 8 bis 12 Cent würden die Verbraucher sehr wohl akzeptieren. Und das wäre genau der Bereich, dass wir alle Betriebe, die mitmachen wollen, auch bedenken könnten. Und deshalb mein Appell auch an den Handel, dort mal nachzuliefern und gleichzeitig nicht mit Billigfleisch mehr Werbung zu machen, das klappt sowieso nicht. Frau Strassler, reicht Ihnen eigentlich die skizzierte sanfte Agrarwende? Reicht es aus, in der Säule für die Säule 2 auf EU-Ebene umzuschichten? Reichen die Initiativen aus, um regulative Mechanismen einzuführen? Müssen wir das vielleicht noch intensivieren? Brauchen wir eine CO2-Abgabe? Brauchen wir eine Nitratabgabe? Brauchen wir mehr restriktive Vorgaben? Vielleicht nicht nur vom Land, sondern auch vom Bund, um hier die Produzenten mehr auf Linie zu treffen. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Start. Die richtige Richtung. Es setzt oder verankert Grundlagen, die wir brauchen, auf die wir ausbauen können. Ich glaube, zum Teil ist es schon ein bisschen wie wenn man einen Tanker umschwenken will. Also da braucht man noch ein bisschen Luft. Insofern sollte man nicht nachlassen und sollte eher gucken, was kann man noch machen. Aber ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein bei irgendwelchen Maßnahmen wie CO2-Abgabe oder ähnlichem, dass man da nicht nach Gießkannenprinzip vorgeht. Also wir merken das im Lebensmittelbereich beispielsweise bei Ansätzen, die manche EU-Staaten machen, Besteuerung, Fettsteuer, Zuckersteuer oder ähnliche Sachen. Da muss man sehr genau gucken, was wird dann mit in diesen Topf gepackt und hat das nicht vielleicht irgendwo einen Effekt, der eigentlich nicht erwünscht ist. Und ich glaube, die Gefahr ist halt immer, es ist gut, wenn man da versucht, vorausschauend zu sein oder über Szenarios sich nähert. Was könnten Feedback-Loops, was könnten Rebound-Effekte sein? Was passiert dann, wenn ich eine CO2-Abgabe verpflichtend mache? Wo wird sich das verlagern, wenn wir nicht wirklich grundlegend was ändern in der Struktur, also einen richtigen Wandel, eine richtige Transformation? Frau Künnes, in dieser Hinsicht, sind Sie mit dem eingeschlagenen Weg zufrieden, beziehungsweise sehen Sie, sind Referenten für internationale Agrarpolitik, sehen Sie vielleicht auch anderweitig außerhalb unseres Staatsgebildes Ansätze, an denen wir uns orientieren könnten, Vorbildfunktion oder auch genau umgekehrt? Sind wir jetzt auf einem Weg, mit dem wir die Konkurrenzfähigkeit unserer Landwirte so einschränken, dass wir in Zukunft immer mehr Importprodukte hier ins Land holen, die womöglich vom Ökostandard her deutlich schlechter skaliert sind als das, was wir im Moment bei uns produzieren? Nee, ehrlich gesagt, die Gefahr, also jetzt dieser der Importe, sehe ich gar nicht gerade. Also im Gegenteil, wir sind ja ein Exportland. Zumindest für Fleisch und auch für Milch. Ökoprodukte werden importiert. Ökoprodukte, ja. Aber das stimmt. aber das hat auch wieder andere Gründe. Also da steigen wir da jetzt mal nicht ein. So, ich glaube nicht, dass in dem Moment, wo wir dann unsere Landwirtschaft stärker sozusagen einer qualitativen Wende unterziehen und wenn wir das schlau machen, glaube ich nicht, dass sich die gesamte Produktion ins Ausland verlegt und sozusagen wir nur noch importiertes Fleisch haben, das genauso billig im Supermarkt angeboten wird. Aber das ist ja genau der Trick, also sozusagen das macht es ja auch so schwierig sozusagen. Wir können natürlich nicht nur die Haltungsbedingungen hier, ne, wir können nicht sagen, die Schweine brauchen doppelt so viel Platz, die Hühner auch und so weiter und dann wird das alles viel, viel teurer für die Landwirte.
dann würde in der Tat genau das passieren, was Sie gerade gesagt haben. Dann würde sich wahrscheinlich die Produktion ins Ausland verlegen. Aber so findet ja die Wende auch nicht statt, sozusagen, ne? Sondern wir sprechen gerade über zum Beispiel die Tierwohl-Initiative, die man natürlich sagen, ja auch staatlich machen könnte, wo man sagen könnte, okay, es soll eine Abgabe für Tierwohl geben. Ne? Wo man sagt, also unsere Bauern kriegen auf jeden Fall eine zusätzliche Förderung dafür, dass die Tiere besser gehalten werden. So. Und es gibt auch ganz viele andere Rädchen, an denen man durchaus noch drehen könnte, um eine qualitativere Fleischproduktion, Landwirtschaft zu haben, ohne diese Abwanderung zu haben. Sieht man ja auch bei den Eiern eben auch. Ne? Die kommen ja jetzt auch eben ne, aus Niedersachsen und nicht aus Polen. So, ne? Und so, das klappt ja durchaus. Und ich glaube, was wir brauchen, ist aber eine stärkere Produktdifferenzierung. Das heißt, wir brauchen ein gutes Labeling. Die Leute müssen wissen, was sie kaufen. Die wollen auch wissen, was sie kaufen. Und dann kann das ein Tierwohl-Siegel sein, das muss und andere Sachen, die mir natürlich noch ganz stark am Herzen liegen, auch eben aus dieser internationalen Perspektive ist, ich finde, es muss durchaus auch draufstehen, ob ein Tier mit gentechnisch verändertem Soja gefüttert wurde oder nicht, ob es auf der Wiese stand oder nicht, weil ganz viele Menschen in Deutschland wollen keine gentechnisch veränderten Lebensmittel. Die wissen aber gar nicht, dass ein Großteil der Milch, die sie trinken, des Fleisches, das sie essen, in dem Moment, wo es aus dem konventionellen Bereich kommt, von Tieren stammt, die mit gentechnisch verändertem Futter gefüttert wurden. Und das hat einfach auch so gravierende Auswirkungen, sowohl auf die Menschen im globalen Süden, in den Ländern, aus denen wir das Soja importieren, das sind vor allen Dingen Argentinien und Brasilien. Dort, das ist bei uns auch nicht erlaubt, wird das Spritzmittel, gegen das diese Sojapflanzen ja resistent werden, sind, das Glyphosat, das wird aus Flugzeugen gespritzt. Und das ist gravierend für die Gesundheit der dort lebenden Menschen. Das ist aber auch gravierend für die Biodiversität dort vor Ort. Also, das heißt, aus meiner Sicht, wir haben hier als Gesellschaft eine Entscheidung getroffen. Wir wollen so eigentlich keine gentechnisch veränderten Nahrungsmittel. Also müssen wir darüber informiert sein, wie das eigentlich in unserer Milch, also wie das Futter dort hergestellt wurde. Das sind so Bereiche, ne, da glaube ich, gibt es ganz, ganz viel Spielraum. Also Transparenz. Aber vielleicht auch nochmal zu der Frage, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg? Also ich würde es vielleicht auch wirklich nicht ganz so positiv sehen. Also ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass wir schon sozusagen einen großen Schritt in Richtung Agrarwende gerade gemacht haben. Was ich toll finde ist, das Thema ist oben auf der Tagesordnung. Was ich toll finde ist, es gibt einzelne Bundesländer, da passiert was. Aber es ist ja bundesweit alles andere als der große Schritt in die richtige Richtung. Das ist es noch nicht. Und da fehlt ganz, ganz viel. Herr Mayer, Sie sind da eigentlich am Zug. Was fehlt denn? Beziehungsweise, was könnte vielleicht auch, es war ja eben vom Labeling die Rede, und wir haben auch in der Ringkollegin häufig dieses Thema des Labelings auch dran gehabt. Was müsste denn eigentlich hier passieren, gerade auch auf Bundesebene, um hier die angemerkten Fortschritte zu erreichen? Beziehungsweise, wie stehen Ihre Landwirtschaftsministerkollegen dazu? Warum geht das nicht schneller voran? Ja, wir bräuchten ein einheitliches Label. Ich meine, als das Bio-Label mal eingeführt wurde, gab es auch die Diskussion, auch viel Kritik der unterschiedlichen Verbände, die alle Angst hatten, ne, Naturland, Demeter, Bioland, die alle sozusagen liegen da rund und runter. Wir haben ja momentan ein völliges Wirrwarr an Labels, die alles Mögliche ausdrucken, ganz hohe Standards, ganz tiefe Standards, irgendetwas, und wo der Verbraucher überhaupt nicht mehr durchblickt und wo er dann aufgibt und meistens findet er nichts. Also manchmal steht drauf Tierschutz geprüft, das heißt, die halten die Gesetze ein. Das ist ein ganz tolles Label. Also das habe ich jetzt auch. Also ne, so, da gibt es eben hohe Standards, Premium-Standards, Tierschutzboden etc. Jede Handelskette hat seine Eigenmarke, Pro Planet bis hin zu irgendwie Aldi hat jetzt so Lidl, haben alle ihre, jeder hat seine Nachhaltigkeitsrichtlinien und fordert was ein. Und es wäre sinnvoll, das ein Stück weit zu vereinheitlichen mit klaren, einfachen Standards. Das sage ich wie bei den Eiern, wir wollen da 3 Stufen haben, oder 4 ist ja die Bios, die einfache, ist die EU-Bio-Verordnung. Alle Tiere, die draußen sind, ob das eine Kuh auf der Weide ist, ein Schwein, was draußen ist, kriegt die 1, das Freiland. Dann haben wir die 2, das ist dann im Stall etwas mehr Platz und Verzicht auf Eingriffe. Und das dritte ist halt die konventionelle gesetzliche Haltung, die wir jetzt haben. Das wäre eigentlich ein ganz guter Bereich und würde uns auch absetzen gegenüber
schlechter oder mit schlechteren Qualitäten hergestellten Produkten aus dem Ausland, weil die müssen dann eben auch gelabelt werden. Deshalb kommen die ja halt nicht in den Kennzeichenbereich. Wir haben auf der Agrarministerkonferenz gerade letztes Jahr hart gekämpft. Wir haben eine Arbeitsgruppe gemacht, weil wir gesagt haben, es gibt viele Studien aus der Wissenschaft, die Potenziale sind da, Beispiele aus anderen Ländern. Selbst auch sowas wie, die Briten haben ja eine Ampel durchgesetzt, die das EU-Parlament leider nicht wollte, also Nährstoffkennzeichnung, hat auch enorme Wirkungen gehabt auf das Verbrauchsverhalten, vor allem auf die Hersteller, weil die großen Konzerne haben dort komplett ihre Rezepturen umgeändert als im Rest Europas, um sozusagen im Schokoriegel ein besser zu sein. Also durchaus wirken solche Stufen, weil sie nämlich beim Verbraucher, beim Kauf, bei der Kaufentscheidung muss ich das haben. Ich nicht als Verbraucherminister mit einem Katalog reingehen und gucken, welches E jetzt irgendwelche Bedeutung hat. Ich will ein staatlich mit hoher Glaubwürdigkeit, mit Verbänden organisiertes Siegel haben, wo ich denen vertraue. Weil auch Sie würden jetzt nicht wissen, wie viel Platz hat ein Freiland nun an Quadratmetern. Sie vertrauen einfach darauf, dass es besser ist, wo ein Blatt Boden hat. Also da sind Verbände hinter und dann steht das da. Ich glaube, die Zeit dafür ist reif. Es gibt jetzt so Äußerungen vom Bundesminister, dass er damit ein bisschen anfangen will mit Tierschutz. Es gibt eine Debatte, Initiative Tierwohl, also das ist das, was Handel und Bauernverband machen. Der deutsche Tierschutzbund kommt da jetzt mit rein. Wird man nicht das auch ein bisschen labeln? Also es wäre sinnvoll, die Tierschutzmaßnahmen, die wir haben, labelbar schon. Also da ist dann eben ein Einleger drin in den Eierpackungen und steht drauf, dass das von Betrieben sind, die ihren Schnabel dran lassen. Und der Handel sagt mir zumindest, das läuft gut und gerade diese ganzen Produkte mit höheren Standards sind eigentlich die, die beim Verbraucher mehr nachgefragt werden. Wir müssen einfach dazu kommen, dass wir mehr Geld dann auch für Lebensmittel ausgeben. Würden Sie uns noch sagen, wer die Bremser sind? Ich frage ja auch gezielt danach. Sprechen wir doch mal ganz offen darüber. Wer ist hinsichtlich der Ministerkollegen hier ein Bremser? Oder auch auf der Ebene der EU, wenn man es anonymisieren möchte. Denn ich halte viel von Ampelsignalisierung. Es muss nicht unbedingt eine Ampel sein, wenn wir an die Energieeffizienzklassifizierung denken. A, mit 3+-Zeichen, das springt einem ins Auge. Und die unteren Kategorien, die gibt es ja gar nicht mehr. Ja? Also das wirkt wirklich. Woran ist es auf EU-Ebene denn gescheitert? Also ich fange mal an mit den Gruppen. Also der Handel hat es ja verhindert. Also es gab mal eine Studie, wie viel Lobbyarbeit die gemacht haben, wie viele Millionen, um die Ampel auf im Europaparlament zu verhindern. Da hängt natürlich die Lebensmittelindustrie dran, die genau dann versucht, es zu lieber kompliziert als zu einfach. Und dann kommt immer die Beispiele, natürlich ist immer irgendeiner unter einer Grenze. Das ist wie bei jeder Ampel so. Wenn man ganz knapp rot hat, ist auch ärgerlich, als wenn man bei Vollrot gefahren ist, aber man hat ja gleich die Strafe. Aber es ist, man braucht irgendwelche Kategorien. Also der Handel will es nicht so richtig. Und dann ist übrigens in der Landwirtschaft, es gibt den Streit zwischen Exportorientierung und Binnenmarkt. Und den muss man führen. Man kann entweder, weil man kann nicht beides machen. Man kann nicht billig, niedrigpreisend mit Masse die Weltmärkte erobern und billiger sein und gleichzeitig heimischen hohen Standard haben. Das wird nicht gehen mit teuren Kosten, weil die Regeln müssen ja ähnlich sein. Und deshalb, wir glauben, das europäische Agrarmodell ist das Richtigere. Die Bremser sind natürlich eher auf der konservativen Seite, die dieser sehr eng mit diesen Lobbys zusammen sind. Und es geht natürlich auch um Gelder. Also wenn ich zum Beispiel einfach so sage, ich schichte jetzt um von der ersten Säule vom Landbesitz, also eine positive Landsteuer, wenn ich Landflächen habe, kriege ich Geld. Normal gibt es eine Grundsteuer, ist eigentlich gegengeläufig, oder eine Land Use Tax in Großbritannien. Also der Grundbesitzer wird besteuert, hier gibt es eine Förderung, wenn ich Land habe. Wenn ich das jetzt wegnehme und das mehr in Tierwohl gebe oder in Umweltmaßnahmen oder in Biobetriebe, dann verlieren natürlich einige. Also als wir gekämpft haben für die Umschichtung von groß nach klein, waren alle ostdeutschen Bundesländer natürlich dagegen und haben uns massiv bekämpft. Und ich hatte auch mal den bayerischen Agrarminister als großen Verbündeten, weil die ja eine kleine Struktur haben, wo dann konservativer ist. Also da ist dann, da wird natürlich auch immer sehr stark geschaut und da sind natürlich Besitzstände entstanden, dass man meint, der Staat bezahlt mir 30-40% des Einkommens dafür, dass ich mich an Regeln halte. Und das ist, glaube ich, etwas, was langfristig auch nicht mehr vom Steuerzahler akzeptiert und finanziert wird, sondern er wird nur dafür bereit sein, weiterhin so viel Geld in Landwirtschaft zu geben, wenn es gezielt dazu dient, das Artensterben zu beenden, Gewässerschutz zu betreiben, Umweltleistung oder auch Arbeitsplätze, gesellschaftliche Leistung zu geben. Es gibt keinen Bereich, der so hoch subventioniert ist und das wird sich nicht lange halten. Also deshalb, die Debatte ist spannend und die wird jetzt zum 2020, zur Midterm-Review geführt. Die wird jetzt geführt im National, weil wir brauchen nicht die EU, um auf 15% umzusteuern. Die Umweltministerin Frau Hendricks hat ja letztens gefordert, man soll umsteuern, auch aus Gründen des Umweltschutzes.
Also da hat man natürlich auch verbündet, aber das Bundeslandwirtschaftsministerium ist natürlich momentan dort auch in europäischer Ebene der große Bremser. Auch andere EU-Mitgliedstaaten, Frankreich hat viel mehr umgeschichtet, von groß nach klein, sowohl als auch zwischen erste und zweite Säule. Da ist eigentlich vor allem die deutsche Bundesregierung auch auf europäischer Ebene auf der Bremse, auch wenn es um Systeme geht, um Märkte zu stabilisieren. Ich denke jetzt mal an Milchmarkt, wenn es um Mengenregulierung oder sowas geht, neue Regeln dort einzuführen. Frau Strasser, in dieser Hinsicht, wie sehen Sie das mit den Bremsern? Ist das richtig diagnostiziert worden oder liegen auch noch Bremsfunktionen woanders? Tun wir als Wissenschaftler eigentlich auch genug, um die Politik an die Hand zu nehmen, vielleicht aber auch auf andere Akteure einzuwirken? Müssen wir häufiger mal mit denen Bier trinken, oder was sollen wir tun? Wenn, dann liegen wir, oder? Ja, also ich glaube, wenn man betrachtet Bremsen, gibt es sicherlich die genannten. Es gibt in jeder Akteursgruppe welche, die eher bremsen, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, wir können alle mehr tun als Individuen, weil wir essen und trinken alle jeden Tag und auch da, wo wir wirken, ob das beruflich ist, ob wir uns als Wissenschaftler verstehen an der Universität, ob wir uns als Studierende verstehen oder ob wir irgendwo in der Wertschöpfungskette im Ernährungssystem arbeiten. Und ich glaube, da ist noch viel, viel Arbeit gefragt, da ist noch viel mehr zu tun und viel lauter miteinander in die Diskussion zu kommen. Also ich glaube, das ist das, was ich so ein bisschen verbinde mit diesem Thema Polarität, dieses den Schuldigen irgendwo suchen, warten, bis ich den identifiziert habe, dann weiß ich, wo es ist und dann kann ich da versuchen, das auszuhebeln. Das wird alleine nicht reichen, das ist ein wichtiger Teil, ja, das muss ich tun, ich muss gucken, wo kann ich was ebnen, den Weg oder vielleicht Kompromisse finden oder so, aber das alleine ist es nicht, da muss man etwas größer ansetzen. Frau Chemnitz, in der internationalen Ebene, wo sehen Sie die größten Defizite? Und Sie sprachen eben auch vom lauter Miteinander reden. Kleiner Appell an das Publikum, es ist heute so ruhig. Bei den anderen Ringvorlesungen gab es mal viele Meldungen. Sie dürfen auch zum Zuge kommen. Dann bis zum nächsten Mal, Frau Chemnitz. Tja, also auf internationaler Ebene ist das natürlich total, ist das schwierig, glaube ich. Ne? Aus meiner Sicht gibt es unterschiedliche Ebenen, also unterschiedliche Bereiche, wo wir international drehen können. Also ich glaube, dass es durchaus wichtig ist, die Landwirtschaft viel stärker auch in die Klimaverhandlungen mit reinzunehmen. Aber anders als sie im Moment drin sind, die ganze Frage von Landnutzung und so weiter ist, aber auch eben Fleischkonsum ist und sollte ein ganz wichtiger Teil auch sein in den Klimaverhandlungen. Jetzt nur auf internationaler Ebene. Wenn es um die Reformen der EU-Agrarpolitik geht, glaube ich, sind wir ja als Deutschland oft auch eher eines der Länder, die ambitionierte Reformen auch gerne mal blockieren. Also das muss man auch mal ganz klar so benennen. Wir sind nicht der Vorreiter für eine grüne Agrarpolitik in der EU, sondern wir sind eher selbst ein Blockierer. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir das Bundesministerium dahin bekommen würden, kein Blockierer zu sein, sondern zu sagen, unsere Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland, unsere Bevölkerung möchte eine nachhaltige Landwirtschaft. Also gegebenenfalls auch gegen die Interessen der Agrarindustrie. Wir wollen eine andere Landwirtschaft und wir stehen auch dafür. So. Und ich glaube, das ist wirklich eine große Aufgabe und ich glaube, dafür braucht es Druck. Druck von der Straße. Also ich glaube, anders funktioniert es nicht. Ich glaube, die Leute und wir alle dürfen nicht müde werden zu sagen, wir wollen eine andere Agrarpolitik. Wir wollen nicht mehr, dass Deutschland ein wirkliches Greening in Europa blockiert. So. Ne? Und ganz oft rüsten wir uns ja auch damit und sagen, wir haben schon viel bessere Standards als alle anderen, wir sind eigentlich im Guten hier in Deutschland mit unserer Agrarpolitik. Das stimmt so nicht. Ne? Das, das,
Zum Beispiel das Tierwohlgutachten hat das ja auch ganz schön gezeigt, was vom Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik geschrieben wurde, dass es durchaus europäische Länder gibt, die viel weiter sind, was auch das Tierwohl betrifft. Und es reicht nicht, sozusagen mal Lipservice zu betreiben, zu sagen, wir sind eigentlich schon ganz gut, wir möchten da auch gerne mal was sehen. Und als letzten Punkt, ich glaube, das ist jetzt auch nicht international, sondern eher national, was schon auch eine Blockade auslöst, ist, dass ich das Gefühl habe, dass der Bauernverband zum Beispiel ganz vielen Bauern und Bäuerinnen diese ganze Debatte im Moment so spiegelt, als sei sie gegen die Bauern gerichtet. Das ist sie aber nicht. Es ist meines Erachtens keine Debatte gegen Bauern, sondern es ist eine Debatte für eine andere Landwirtschaft. Und ich glaube, dass ganz viel Blockade sich dadurch auflösen würde, wenn man schaffen würde, den Berufsstand mitzunehmen und zu sagen, es gibt ein ganz großes Wohlwollen auch in der deutschen Bevölkerung für die Bauern. Aber nicht für eine Agrarindustrie, wie sie im Moment funktioniert, sondern und wo ja auch viele der Bauern nämlich durchs Raster fallen. Das Höfe sterben. Es ist ja nicht so, als wäre das den Leuten egal. Und ich glaube, das blockiert ganz viel. Dass immer wieder so getan wird, als wäre die Wir haben Satt-Demo zum Beispiel im Januar, eine Demonstration gegen Bauern. Das ist sie nicht. Sie ist sogar eine Demonstration, wo ganz, ganz, ganz viele Bauern beteiligt sind. Aber sie ist eine Demonstration für eine andere Landwirtschaft. Und den Knoten müssen wir rauskriegen aus dem Kopf. Und ich glaube, dann ist auch ganz viel Blockade gelöst und dann kann man auch in eine konstruktive Diskussion einsteigen. Aber solange das da so polarisiert wird, ist es ganz schwierig, miteinander wirklich ins Gespräch zu kommen. Und das ist schade. Und ich glaube, da spielt sich der Bauernverband letztendlich auch ein Eigentor. Ich glaube, das ist schlecht. Ja, mein Name ist Jens Wischmann. Ich bin vom Bauernverband Nordost-Niedersachsen. Ich bin hier der Kreisvorsitzende vom Landkreis Lüneburg und wir vertreten 98% der Landwirte hier in diesem Bereich. Und was hier immer zwar kurz gesagt wurde, aber was eigentlich der wirkliche Hauptknackpunkt an der ganzen Diskussion ist, der Konsument bestimmt, was produziert wird und vor allem, wie es produziert wird. Und Sie haben gesagt, der Produzent oder der Konsument hat ein Interesse am Wandel und ist auch bereit, mehr auszugeben. Aber das macht er leider nicht. Das ist das riesengroße Problem. Die ganzen Markenprogramme, wie zum Beispiel Neuland, sind jetzt leider kaputt gegangen, weil eben der Absatz nicht ausreichend war. Und diese ganzen Markenprogramme haben immer nur noch einen Markenanteil von 0,7%. Das war's. Mehr leider nicht. Und Sie haben gesagt, Sie wünschen sich eine andere Entlohnung der Landwirte. Da frage ich mich, wie soll das in unserer sozialen Marktwirtschaft aussehen, wo wir in einer relativ marktgebundenen Wirtschaft in Europa eingebunden sind. Wollen Sie da irgendwelche Marktpreise vorschreiben oder wie soll das aussehen? Ich denke, das ist doch sehr ideologisch gesehen. Und der Bauernverband, die Position des Bauernverbands ist ja in keinster Weise irgendwie ständig kontrovers oder dagegen. Wir sind durchaus für eine Weiterentwicklung, aber für eine krasse Wende garantiert nicht, weil es ist viel zu gefährlich. Wir sind auch dafür, dass Haltungsvorgaben gemacht werden, die gesetzlich bestimmt sind. Aber wenn, dann bitte schön in einem Markt, der komplett gleich ist, das heißt EU-weit, können wir gerne für Neubau oder Stellen höhere Anforderungen machen. Hat der Bauernverband überhaupt nichts dagegen. Das, genauso sind auch die Landwirte bereit, an Förderprogrammen teilzunehmen, sei es nun Blühstreifen oder Labelprogramme, die eben